Wunderschön. Falls übrigens unsere Haare durchs Bild fliegen ja. oder Stühle, Tiere und alles Mögliche. hier am Wörthersee ist der Sommer irgendwie noch nicht angekommen und es windet und regnet, wie es gerade will. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Casting Couch. Heute haben wir Lisa dabei. Lisa Jasmin, sagt man so, ne? Lisa reicht. Lisa reicht, okay. Lisa und deinen wunderschönen neuen alten BMW E36. Schön. Falls übrigens unsere Haare durchs Bild fliegen ja. oder Stühle, Tiere und alles Mögliche. hier am Wörthersee ist der Sommer irgendwie noch nicht angekommen und es windet und regnet, wie es gerade will. Aber wir versuchen das Beste. Dein Auto, erzähl mal ein bisschen was. Also wie und warum? Wie Auto, dieses. Was möchtest du als erstes wissen? Warum überhaupt E36? Warum überhaupt E36? Also, es hat angefangen, da es war einmal vor langer Zeit, nee. Mein Vati hatte mir damals einen Mazda 323F geschenkt als Anfangsauto, wo ich von Kann man machen, muss man jetzt aber unbedingt nicht. Davon war ich jetzt nicht so begeistert. Dann habe ich mich halt auf die Suche nach einem anderen Kfz gemacht und habe bei meinem Kumpel einen komplett schrottigen E36 gesehen und habe mich halt gerade komplett in den verliebt. Mein Vati hat gesagt, bist du komplett bescheuert. Der war komplett Schrott, alles bis hier vor zur A-Säule war... Also ein Schaden, war kaputt? Der war kaputt. Okay. Den haben wir dann noch an einem Brückenpfeiler angebunden, damit wir die ganzen Dellen... Kette dran und wieder... Ja. So richtig schön russisch. Ja, den habe ich dann auch wieder halbwegs ordentlich gemacht. Mhm. Hat mir dann auch BBS-RS-Felgen gekauft. Der stand dann schon ordentlich, da war aber nur ein 318 ES, was mich damals schon ein bisschen gestört hatte. Vier Zylinder. Kommt jetzt nicht so aus dem Quark. Ne? War ein schönes Auto, aber wollte ich nicht so. Ja, und dann habe ich den verkauft. Hat zwischenzeitlich einen Passat CC. War ich dann auch nicht so zufrieden. Wieder verkauft. Dann hatte ich wieder einen E36, einen 328 in Estorilblau. Hm. Der war aber komplett... Rost? Alles. Alles komplett. Also das Auto war fertig. Ja, das ist ja leider so, dass bei E36... Der Großteil ist entweder durchgerostet oder verbastelt oder in einer Farbe, die man nicht will. Richtig. Ja. Und den habe ich dann auch verkauft. Dann habe ich mir auf einen Vierer eingeschossen, aber du merkst dann immer so, irgendwie fehlt was. Und dann habe ich mir den geholt. Der war silber, ne? Der war original Arktis-Silber und auch jetzt nicht
optisch in einem guten Zustand, aber rosttechnisch halt in einem guten Zustand. Das ist schon mal viel wert, ja. Also er hatte Roststellen, aber die hat unser Karosseriebauer echt gut zugeschweißt. Und also da, wo Rost war, ist jetzt gar nichts mehr. Ja, und so bin ich zu dem Auto gekommen und ja, haben ein bisschen was verändert. Ihr habt ein bisschen Arbeit reingeschmeckt. Ich meine, das sieht man ja bei euch auch in den YouTube-Videos. Wir können ja meinen Kanal unten einblenden. Da sieht man so ein bisschen die Umbau-Story. Und das hat ja, wie lange habt ihr jetzt dran gesessen? Ich glaube, wir saßen jetzt seit Dezember dran. Das ist wirklich jetzt zum Wörthersee. Also der ist jetzt noch nicht so fertig, wie er da steht. Fehlt noch ein paar. Ja, man ist nie wirklich fertig. Das ist ja immer so. Ne? Aber jetzt wie der Motorraum muss halt noch rauslackiert werden. Aber wir dachten, wenn wir eh den Motor wechseln, den 3,2 Liter vom M3 reinmachen, dass wir dann den Motorraum gleich rauslackieren. Jetzt ist übrigens aktuell ist ein 325 drin. Ja, 24 genau. V, ne? Genau. Ja. Hauptsache 6-Zylinder. Hauptsache 6-Zylinder, ist es egal. Ja, ja. Ob jetzt 325 oder 328 ist ja jetzt auch nicht der große Unterschied der von der Leistung her. Das ist ja mehr, ja. Ja, vom Klang ist dann schon. Ja, der 28 hat ja gerade unser Kumpel, der klingt schon ein bisschen. Ja? Ja, der klingt schon ein bisschen besser. Okay. Da hörst du meinem nicht so. Ja, ansonsten. Ja, die Farbe. Ich finde, Farbe ist natürlich das, was am meisten direkt rausstecht, weil die Farbe ist super geil, sieht total exotisch aus, aber ist eine originale E36-Farbe. Ist, ne? Ein originaler E36-Lack, was mir halt besonders wichtig war bei dem Auto, dass es halt wirklich originale BMW-Teile und originaler Lack halt ist. Und die Farbe nennt sich Atlantisblau, da haben wir ja vorher so ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht, wie also wird er jetzt nun lackiert. Cool, und ich wollte die Farbe nicht so preisgeben. Und ich hatte mich für die Farbe entschieden, weil die Farbe sieht man nicht mehr so oft. Das stimmt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es eine originale E36-Farbe ist. Das ist schon wirklich mega gut. Geil. Das ist so ein kleiner Hingucker. Ja, das ist ja auch nicht nur so ein typisches Blau. Ich weiß nicht, wie es jetzt in der Kamera so rüberkommt. Die Kamera fängt das irgendwie immer nicht so richtig ein. Ja, das glaube ich. Weil das ist ja mehr so ein Grün-Blau. Ist mehr so ins Türkise rein. Ne? Wenn die Sonne drauf scheint, ist es krass türkis. Ja, dann sieht's sieht immer anders aus irgendwie. Dann haben wir... von Messer, die ME15 hat man uns entschieden mit Zentralverschluss. Ich finde, die Felgen sind eigentlich geil. Ganz geil. Absolut. Vorne haben wir 8,5, hinten 9,5 J. 17 Zoll sind das. Mhm. Bin ich auch mega zufrieden. Also mir gefällt dieses sportliche Design. Absolut. Auch dieser, dass der Stern so in dem Rohzustand sozusagen gelassen ist, passt super. Mit der Y-Speiche gefällt mir echt richtig gut. Das ist passt auch, sehr gut. Wo ich halt am Anfang so dachte, oh Gott, das könnte kritisch werden. Ich bin ja vorher nur... Static gefahren, also Gewindefahrwerk. Ja. Und es ist jetzt das allererste Mal, dass ich ein Luftfahrwerk drin habe. Ja, was anderes, ne? Ja, ich dachte am Anfang, oh Gott, wie fährt sich das halt? Und wenn du das dann halt immer mal fährst, dachte ich erst, oh Gott, ist es wie im Boot, dass es halt so rumschaut? Ich hatte keine Vorstellung, wie sich das fährt. Ich glaube, also jedenfalls bei meinem Sechser fährt sich das so, dass so, normalerweise, wenn die Straße eben ist, dann gleitet der so schön dahin. Aber so kurze, harte Schläge, die gehen halt durchs ganze Auto durch. Das schafft das gar nicht, das Luftfahrwerk das irgendwie abzufangen. Und das ist halt sehr hart. Ich weiß nicht, wie es bei dem ist. Was habt ihr jetzt hier für ein Fahrwerk drin? Wir haben Airlift. Alles komplett von Airlift. Ja, das ist natürlich noch ein bisschen besser als meins von TA. Also ich hatte Angst davor, aber ich bin jetzt echt zufrieden damit. Was gibt es noch zu sagen? Du sagtest vorhin, dass du sehr darauf achtest, oder dass ihr sehr darauf geachtet habt, auf Originalteile. Ganz wichtig. Ihr habt mir gerade was von einem Spoiler erzählt. Den M3 gab es ja mal als M3 GT, hieß der. Ne? Und der hatte ja quasi diese... Distanzen mit dabei gehabt, die waren aber nur für die Rennstrecke gedacht. Das ist ja jetzt auch so dieses kleine Problem, was ich gerade habe, weil so wie der Spoiler jetzt ist, kriege ich ihn leider nicht eingetragen. Obwohl es der originale M3-Spoiler ist. Und der Nachbau, den kriegst du ja so mit Distanzen eingetragen. Aber dadurch, dass die Distanz... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie eine Lücke, falls jemand da eine Idee hat. Oder? Ideen sind immer willkommen, also klar, natürlich. Immer raus damit. Ja. Aber ja, ich... wollte die Distanzen unbedingt haben, weil ich finde, das macht für was mich aus, auf jeden Fall. Für mich persönlich gehört es einfach mit dazu und ich finde es so schön und absolut. War aber zwar nicht günstig. Ich wollte gerade sagen, möchtest du das öffentlich sagen, was die gekostet haben, diese zwei Kleinen? Ich denke, ich bin komplett bescheuert. Das denken die sowieso, deswegen darüber mach dir keine Sorgen. Die Distanzen haben 1.200 € gekostet. Wäre das ein schöner Urlaub gewesen. Ja, und der Spoiler auch nochmal 1.400. Ja, krass. Also nur das Unterteil, wo der draufgeschraubt ist und das Oberstück. Ja, und da merkt man wirklich, das Auto ist wirklich dann mit Liebe zum Detail gebaut und nicht einfach, komm, wir holen uns jetzt den günstigen 200 € Nachbauspoiler, sondern wirklich darauf geachtet, dass halt von Felgen über Lack, das ist ja wirklich halt was Originales ist, aber halt doch besonders. Ne? Ja, das ist genau wie bei den Radläufen, die man jetzt, glaube ich, eh nicht sieht gerade. Ja, wir haben echt darauf geachtet, dass halt diese Kante, trotz dessen, dass der Radlauf gezogen wurde und verbreitert wurde, wurden ja auf jeder Seite 2,5 cm, glaube ich, verbreitert. Das fällt überhaupt nicht auf. Nee, es war auch wichtig, dass die Kante dann trotzdem noch steht. Da hat der Karosseriebauer wirklich
Lob der an war, ihn. Ja, der war also echt vom top. Fachmann Danke, zu Fachmann, sehr gut, sehr gute Arbeit. Schön. Nee, da bin ich echt mega zufrieden. Da kann ich wirklich nichts sagen. Das ist alles genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wir saßen, also ich baue das ja nicht selber. Ich mache das ja alles mit MX Motorsport zusammen. Das, was ich selber kann, das mache ich selber. Wenn ich jetzt was Niemand nicht, kann alles selber machen. Ja, das ich habe das ja auch nicht gelernt. Ich habe ja Verwaltungsfachangestellte gelernt und arbeite ja bei MX mit. Und die Jungs haben mich wirklich top unterstützt. Das, was ich, wie gesagt, selber machen konnte, habe ich mitgemacht. Sieht man auch auf den Videos, falls ihr schauen wollt. Ja, und bei so, wenn man so ein Projekt dann wirklich auch selber begleitet, dann lernst du ja auch eine ganze Gesundheit, Alex. Ja, man lernt halt auch eine ganze Menge dabei. Ne? Das ist halt dieses Learning by Doing, weil niemand hat Tuning eigentlich gelernt oder ein Auto zu restaurieren. Das sind halt die wenigsten und so viele Leute machen es. Und deswegen ist das nicht schlimm, wenn man es nicht gelernt hat. Dann einfach machen. Ne? Und ich finde, ihr habt das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Großes Lob von mir. Das Auto gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Ist einfach eigentlich nur ein E36 Coupé, aber doch hebt er sich irgendwie von der Masse ab. Du hast auch irgendwie, wenn du selber was an dem Auto machst, du mit dem Auto eine ganz andere Verbindung, als wenn du dir einfach nur ein fertiges Auto kaufst. Weißt du, ich habe da bestimmt locker 30 Stunden lang nur geschliffen. Ich hasse seitdem Schleifen. Niemand mag Schleifen. Das ist so, das ist das notwendige Übel, wenn man es schön haben will. Ja, also ich habe da geflucht, da sind Teile durch die Werkstatt geschmissen. Ich habe das Auto gehasst. Bist du eine Cholerikerin? Bisschen, wenn jetzt nicht alles... Bisschen? Naja... Das ist genauso wie bei den Schwellern, die mit diesen Nippeln. Du steckst rein und dann macht's flupp und kommt wieder raus. Denkst ja so. Jeder hasst diese BMW, diese mit den Tüllen, wo man dieses Ding da reindrücken muss und dann wieder. Und dann jetzt ja. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja. Ja, und dann können wir eigentlich auch fast zur letzten Frage kommen. Was hast du noch vor mit dem Auto? Was kommt noch? Also auf jeden Fall soll halt noch einen anderen Motor rein, der vom M3, der 3,2 Liter, der soll noch rein. Wir hatten mal überlegt, einen 2JZ, aber... Na, du hast das Auto so schön originalgetreu gebaut, bleib beim BMW. Habe ich dann auch gesagt, wir bleiben lieber bei dem BMW-Motor, weil der kriegt, glaube ich, einen 2JZ, aber bei dem nee. Jetzt habe ich einmal angefangen, alles original zu machen, dann soll es auch die originale Schiene. Finde ich aber auch. Die Vader-Sitze sollen noch rein, weil jetzt ist ja drin nur komplett alles original. Mhm. Ja, ich finde, Sportsitze müssen schon sein, weil BMW, wenn das nicht die Sportsitze sind, du fällst fast raus in der Kurve. Wenn du wirklich flott eine Kurve fährst, dann... Ja. Ja, und klar, die M3-Sitze sind natürlich wahnsinnig schön. Ne? Das ist, ein paar Schönheitsfehler hat er noch, wie jetzt gerade die Leiste, aber... Es ist immer noch ein Auto. Welches Bau ist der? 96. Auto ist alt. Ist halt einfach so. Da, man kann ja nicht einen Neuwagenzustand dahin bauen, es sei denn, man investiert 50.000 Euro da rein. Ja, und viele Teile sind bei BMW auch leider nicht mehr lieferbar. Ja. Das ist das Nächste, was dazu kommt. Entweder sind sie nicht mehr lieferbar oder ich habe zum Beispiel nach einer Türpappe geschaut, da kosten sie auch mal 600 bis 800 Euro. Das ist es nicht wert. Irgendwo muss man die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, ihr habt ja so schon wirklich genug Zeit und Geld da reingesteckt, dass irgendwann ist halt auch, da kannst du besser dann auf Zeit setzen und vielleicht findest du mal irgendwann eine im Internet oder Türverkleidungssatz oder sowas oder einen Satz Sitze, wo du sagst, okay, ja, das ist jetzt ein Schnäppchen, das kaufe ich dann. Weil, wie gesagt, du bist ja eh nie fertig mit so einem Auto. Das ist immer noch, denkst du, ach, das wäre noch schön und ach, das ist noch schön und ja. Schön. Ja, ich bin zufrieden. Das ist die Hauptsache. So wie er jetzt darstellt, gefällt mir echt. Sehr gut. Gefällt mir gut. Schön. Ja, dann. Vielen lieben Dank, dass du uns das Auto gezeigt hast und erklärt hast. Ich denke mal auch danke an alle, die da mitgewirkt haben. Und danke für deine Zeit. Gerne doch. Cool. Schön. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Casting Couch wieder. Tschüss.